das Wattenmeer bei Schlüttsiel. Am 4. Januar gerät die Demokratie hier ins Schwimmen. In einer beispiellosen Aktion entern protestierende Bauern den Hafen, hindern den grünen Wirtschaftsminister Habeck daran, seine Urlaubsfähre zu verlassen. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Herbeigerufene Polizisten aus Flensburg versuchen, die Lage zu entschärfen. Doch mit den Landwirten ist an diesem Tag nicht zu spaßen. Und so legt die Fähre wieder ab, fährt zurück nach Hallig-Hooge. Der Vizekanzler der Bundesrepublik auf der Flucht vor seinen Bürgern. Was er davon hält, sagt er später in einem Video. Die Radikalen und Populisten haben Aufwind. Sie sind voll motiviert und mobilisiert. Doch wer hat hier eigentlich wen mobilisiert? Zeugen sagen, dass es Tanja B. war, die Habeck auf der Fähre ansprach. Eine Frau, die letztes Jahr für die AfD in Nordfriesland kandidierte und deren WhatsApp-Status bis vor kurzem das Kürzel WWG1WGA trug. Where we go one, we go all. Das Mantra der QAnon-Verschwörer. Tanja B. soll vom Schiff aus ihren Partner Holger Thomsen informiert haben, der danach den Bauernaufstand in Gang gesetzt haben soll. Die Nachricht von Habecks Ankunft verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. Kurz danach steht Thomsen an vorderster Front, diskutiert mit der Polizei. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch. Wir haben zwei Varianten. Die erste ist, wir holen die Bereitschaftspolizei und räumen wir. Das wollen wir nicht. Die zweite ist, zwei Leute dürfen jetzt mit mir kommen und reden mit ihnen. Wer ist der Mann, der eine Protestaktion anführt, gegen die der Staatsanwalt jetzt wegen des Verdachts der Nötigung, Bedrohung und des Landfriedensbruchs ermittelt? Vor seinem Betrieb ein Schild der Farmers Defense Force, eine Art private Bauernverteidigungsarmee. Wir wollen den Lohnunternehmer fragen, was er zu den Vorwürfen sagt und was ihn so wütend macht. Scheinbar nicht nur die Politik. Also, okay. Euch Presse kenne ich seit 4 Jahren. Was ihr draus macht, auseinanderziehen, verdrehen. Ihr seid nichts wert, gar nichts. Deutsche Presse, Schrott, Müll. Ihr seid hier verkehrt. Was haben wir denn vor am Fähranleger? Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja inzwischen auch. Ich hab die Kontakte. Von vorne bis hinten. Was meinen Sie damit? So, ist egal. Ihr verlasst bitte dieses Grundstück jetzt. In diesem Moment. Aber finden Sie das gerechtfertigt, dass man viele das so bedrängt? Haben Sie das mit den Ohren? Ich frage nur, ich würde gerne... Wer bedrängt denn? Die Presse, das sonst keiner. Ja, Sie haben ja den Vizekanzler bedrängt. Hab das ich? Ja, wie kommen Sie da drauf? Wie kommen Sie da drauf? Das war ja anscheinend Ihr Aufruf. Wie kommen Sie da drauf? Laut den Recherchen ist es ja so, dass Ihre Lebens... Wer hat denn recherchiert? Wer recherchiert? Ihr recherchiert. Aber sonst keiner, die Presse. Aufruf kam nicht von Ihnen? Denn wäre ich doch schon lange dran gewesen, oder? Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch. Meinen Sie, ich habe da keinen Kontakt hin? Glauben Sie das wirklich? Leute, komm, tschüss. Und vielleicht so ein bisschen. So, jetzt ab vom Hochplatz hier. Das ist privat. Ach, hau ab jetzt hier, Mann. Du kannst keine Fotos machen. Verschwinde. Während wir filmen, kommt von hinten plötzlich ein Traktor. Offenbar, um uns einzuschüchtern. Vorsicht. Der Traktorfahrer verfehlt uns nur knapp. Der wäre fast ein Jungen. Aktuell gelten der Lohnunternehmer Holger Thomsen und die Ex-AfD-Kandidatin Tanja B. nur als Zeugen in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Das könnte sich aber ändern.